Egal, was ich jetzt hier hinkriege, ich mache ein Kunstwerk daraus. Okay, das wird schwierig. Was seht ihr? Ich habe da schon sowas im Kopf rum. Schön, ich einfach hier mit die Linien weiterführen. Hier ganz, ganz random natürlich. Kommen wir zu dem detailreichen Part. Das ist die grobe Skizze. Hier sehe ich mir erstmal meine Buntstifte. Ich mache hier so ein süßes Fähnchen hin. Männlich oder weiblich, ist mir egal. Ist es einfach ein Fähnchen. Das erinnert mich ein bisschen an Wings. Und ich habe dazu sogar eine Backstory. Ich habe dir mir gleich was drüber überlegt. Und sie auch noch Acrylfarbe. Hallo? Eine Acrylfarbe hat eine Verstopfung, glaube ich. Ja. Auf einmal kam so viel raus, ich kann da nichts dafür. Und zwar ist die Backstory, dass halt ein Fähnchen runtergefallen ist, sich verletzt hat und jetzt sich selber wieder aufrempeln muss. Und das kann man auf Menschen so übersetzen, dass wenn euch etwas Schlechtes passiert ist, dass ihr euch auch selber wieder aufrempeln sollt. Okay, genug des Kitschigen. Satisfying. Hier sind halt so Wurzeln, die die Person festhalten. Jetzt benutze ich auch noch einen Posca-Marker. Also irgendwie zweifle ich gerade an meinem Dasein als Künstler. Vielleicht soll ich doch lieber TikTok-Tänze machen und irgendwann einen Song releasen. Ich habe irgendwie eine ganze Stunde dafür gebraucht, sieht kacke aus, aber ist mal noch Highlight. Und das ist fertig gegeben, ist es für euch ein Kunstwerk oder nicht? Ich bin mir da ganz unsicher und wie findet ihr es?